Wespen, Bienen und sonstige Insektenstiche, ja, das ist doch verdammt lästig und es tut ja auch so weh. Und die Hausmittelchen, die wir haben, wir stellen jetzt ein Pfefferminzöl her. Das zeige ich euch mal. Ich habe mir jetzt Minze aus dem Garten geholt und streife jetzt die Blätter ab und ich reiß die so ein bisschen ein in diese ätherischen Öle. Dann setzen wir das Ganze mit Olivenöl an. Gebe ich das in das Schraubglas. Und das gibt jetzt einen schönen Sud.